Herzlich willkommen bei Bewusst TV, liebe Zuschauer. Ich habe heute einen besonderen Gast bei mir, die auch ihren Hund mitgebracht hat, der hoffentlich nicht so laut bellen wird, aber wenn, macht es auch nichts. Nein, die bellt nicht. Und zwar geht es heute um Geburten im Allgemeinen und im Besonderen. Geburten sind ja unsere Eintrittskarte hier in dieses Leben und jeder von uns mehr oder weniger ist geboren worden. Die Frage ist, wo und wie? Da waren jahrtausende lang Hebammen die Personen, die Go-To-Personen. Und jetzt in den letzten Jahrhunderten gab es immer schon mal Probleme und in den letzten Jahrzehnten auch. Und in den letzten Jahren spitzt es sich jetzt immer weiter zu. Deswegen habe ich heute jemanden eingeladen, die ein Geburtshaus schon gegründet hat, die selber viele, viele Jahre als Hebamme gearbeitet hat und auch heute mit Frauen noch arbeitet in einem anderen Bereich. Rita Kamprad-Strothoff. Ja. Herzlich willkommen, liebe Rita. Und danke. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast zu diesem Gespräch. Es gab jetzt zwei Anlässe. Ich hatte eigentlich schon seit Monaten vor, eine Hebamme einzuladen, weil es ja so ist, dass die Hebammen natürlich eine Versicherung haben müssen für den Fall, dass es Schwierigkeiten bei der Geburt gibt. Und diese Versicherungsprämie ist derartig explodiert. Es sind, glaube ich, im Moment über 5.000 Euro. Ja, das ändert sich ständig. In welchem Zeitraum? Das hat sich in den letzten Jahren teilweise verdoppelt bis verdreifacht. Und das ist auch für keine freiberufliche Hebamme mehr zu finanzieren. Was ist denn das für eine Zeiteinheit? Heißt das 5.000 irgendwas Euro pro Jahr? Pro Jahr. Mhm. Pro Jahr. Das heißt, das sind ja fast 500 Euro im Monat. Ja. Und wie viel, was verdient eine Hebamme an einer Geburt, die sie begleitet? Also das ist ja nicht nur die Geburt, wobei ich verdiene oder freiberufliche Hebammen, die Hausgeburtshilfe anbieten, verdienen ja nur dann an dieser Geburt überhaupt irgendetwas, wenn die Geburt auch bis zum Schluss durchgeführt wird. Dazu gehört aber eine monatelange oder wochenlange Standby-Rufbereitschaft, nennen wir das. Und die wird zum Teil zwar auch finanziert, aber das sind so, also der Aufwand dessen oder auch der finanzielle Aufwand, als freiberufliche Hebamme zu arbeiten. Und das, was sozusagen ich damit verdiene oder Hebammen darin verdienen, der ist, steht in einfach keinem Vergleich mehr. Und das zeigen ja auch die Zahlen, die Hebammen ziehen sich aus der Hausgeburtshilfe zurück. Große Geburtshäuser scheinen im Augenblick noch einigermaßen wirtschaftlich arbeiten zu können. Wie lange das so bleibt, kann man auch nicht sagen. Da müsste man dann aktive Geburtshaushebammen, die ein Geburtshaus betreiben, befragen. Also es gibt ja viele verschiedene Modelle, aber insgesamt kann man sagen, die Hausgeburtshilfe, die außerklinische Geburtshilfe blutet aus. Und das hat nicht nur Gründe, die im Kostenbereich liegen, sondern einfach auch damit, dass es für diese Hilfe ja auch keine Anerkennung gibt in der Gesellschaft. Ja, und über diese Kostenfaktor hinaus, 5.000 Euro im Jahr als Versicherungsprämie für einen eigentlich natürlichen Vorgang, also jeder Anästhesist, der die Leute an die Schwelle des Todes bringt mit seinen Betäubungen, hat eigentlich ein größeres Risiko, ist ja nur eine Sache. Es war ja dann so oder ist auch immer noch so, dass sich im Grunde dann überhaupt keine Versicherungsgesellschaft mehr bereit fand, das Hebammenrisiko überhaupt noch zu versichern. Ja. Mit welcher Begründung eigentlich? Im Versicherungswesen hat sich etwas verändert, und zwar die Regressansprüche der Eltern gegenüber den Geburtshelfern. Wie viele Jahre da noch sozusagen geklagt werden kann, hat sich verändert. Und die Versicherungen zahlen, wenn sie dann Schadensersatzzahlungen machen müssen, haben bislang, also ich weiß jetzt nicht genau, auf wie viele Jahre das jetzt genau bezogen war. Da stecke ich nicht so drin, aber das hat sich verändert und dadurch ist es für die Versicherung auch unwirtschaftlich geworden. Und die müssen einfach auch gucken, wie sie mit den Kosten klarkommen. Also es ist gar nicht so unbedingt böser Wille der Versicherung, sondern es hat auch was mit dem Gesetzgeber zu tun. Der sozusagen ist für den Rahmen zuständig, in dem diese Leistungen ja auch stattfinden, wie lange Regressforderungen gestellt werden können. Und
darauf haben die Versicherungen reagiert. Und ich habe bei meinen Recherchen auch gelesen, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass sich auch die Beweislast umgekehrt hat. Das heißt, im Grunde müssen jetzt die medizinischen Helfer und Hebammen beweisen, dass sie alles richtig gemacht haben, während es früher mal umgekehrt war. Wie ja, ist das so? Das sollte eigentlich eine Hilfe sein für Eltern, bei Medizinprozessen nicht so, also Eltern, die durch fehlerhaftes Verhalten der Geburtshelfer überwiegend halt auch in den Krankenhäusern geklagt haben, mussten dann nachweisen, was sie eigentlich nicht nachweisen konnten. Und dass die Behandlung fehlerhaft war, und das war für die sehr, sehr schwierig, da hat man das umgedreht. Und jetzt trifft es natürlich dann auch andersrum die Hebammen, die andersrum, also wenn es zumindest außerklinische Geburtshilfe betrifft, ja gar nicht beweisen können, dass das Gleiche auch im Krankenhaus hätte passieren können. Das kann man nicht beweisen. Das kann umgekehrt auch nicht bewiesen werden. Also bei Kindern, die zu Schaden gekommen sind bei Krankenhausgeburten, könnte man ja auch die These aufstellen, wenn dieses Kind zu Hause geboren worden wäre oder in einem Geburtshaus hätte, wäre es nicht zu Schaden gekommen. Aber diese These wird gar nicht aufgestellt, weil man automatisch davon ausgeht, dass das sozusagen der letztendlich richtige Geburtsort ist. Ja, insofern hat das Ganze schon Haken und Ösen, die man gar nicht mehr richtig stellen kann. Also da war ich schon ziemlich empört, weil ich selber zwei sehr schöne und zufriedenstellende Ergebnis Hausgeburten erlebt habe und auch mich nur von Hebammen habe begleiten lassen. Und das war einfach so wunderschön und ich habe mich damit so richtig und gut gefühlt, dass ich dachte, also das ist ja wohl, was ist denn hier los? Und ich habe aber immer, ich habe ja auch viel zu tun, immer noch gezögert, wobei ich habe eine junge Freundin, die sich auch jetzt 3 Jahre lang durch die Hebammenausbildung wirklich gequält hat, die klinische, und immer das nur durchgehalten hat im Hinblick darauf, dass sie später eine freiberufliche Hebamme werden wollte und Hausgeburten betreuen wollte. Und kaum sitzt sie in den Prüfungen schon, wird es praktisch dann durch diese versicherungstechnischen Entwicklungen, die, wie du richtig sagst, ja durch den Gesetzgeber im Grunde eingestielt werden. Da wäre ja könnte man ja auch anders, man könnte so etwas ja fördern oder nicht fördern. Und dann der Impuls, jetzt aber wirklich aktiv zu werden, kam dann durch ein Prozessurteil, was mir dann vielfach zugeschickt wurde. Ja, guck mal hier, was ist denn das? Und zwar ist da eine Hebamme, und die gleichzeitig auch Ärztin ist, also eine höchst qualifizierte Hebamme, die Ärztin auch noch ist, Anna Rockel-Löhnhoff, ist verurteilt worden, weil ein Kind, das sie auf seinem Weg in die Welt begleitet hat, und zwar eben auch nicht zu Hause, sondern in einem Hotel, weil die Mutter angereist ist, eben tot zur Welt gekommen ist. Und sie ist verurteilt worden, nicht etwa wegen, was man noch allenfalls, wo man sagen könnte, dass es wäre irgendwie so, naja, fahrlässige Tötung. Man geht ja natürlich auch ins Krankenhaus zu einer Geburt. Das gehört sich so, sondern sie ist wegen Totschlags verurteilt worden zu 8 Jahren Haft oder 6 Jahren und 50.000 Euro. Und sie muss für sämtliche psychologischen Folgekosten der Eltern aufkommen, und sie hat Berufsverbot lebenslang. Also ein unglaublich hartes Urteil. Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass sie Fehler gemacht hätte, was aber wohl, wenn man sich in die Berichterstattung vertieft, gar nicht so ganz klar ist. Kannst du diesen Fall mal für unsere Zuschauer so ganz in ein paar Sätzen auf den Punkt bringen? Was ist da los? Was ist passiert? Und worum geht's? Ich habe einige Male privat mit Anna Rockel-Löhnhoff telefoniert. Wir haben uns auch im Verlauf der letzten Jahre zweimal getroffen. Und ich war keine Prozessbeobachterin, ich habe auch die Prozessakten nicht ins letzte Detail gelesen. Für mich stellt sich das aber so dar, dass Eltern entschieden haben, ihr Kind nicht im Krankenhaus zur Welt zu bringen, sondern außerhalb der Klinik. Ob das nun in einem Hotel oder in einem Geburtshaus oder zu Hause ist, spielt im Prinzip eigentlich keine Rolle.
Sie haben sich eine Hebamme gesucht, die auch noch Ärztin ist, die sie dabei begleitet. Ich wage mal die These, wenn diese Frau ins Krankenhaus gegangen wäre und es gab, soweit ich das mir berichtet worden ist, während der Geburt keinerlei Signale seitens des Kindes, dass es Grund gehabt hätte, ohne Lebenszeichen auf die Welt zu kommen. Wenn das im Krankenhaus passiert worden wäre, wäre es sozusagen der Gesundheit des Kindes angelastet worden, aber sicher nicht dem Unvermögen oder dem Vermögen der Geburtshelfer. In diesem Fall, da das Kind aber eben nicht im Krankenhaus zur Welt gekommen ist, wird es sozusagen dem Vermögen der Hebamme bzw. Hebamme in Einheit sozusagen als Ärztin auch noch tätig angelastet. Und das ist deshalb für mich ein Skandalurteil. Es ist für die Hebamme, soviel ich weiß, und Ärzte nicht ersichtlich gewesen, dass es bei der Geburt für das Kind irgendwelche Probleme gab. Das Kind lag in Steißlage. Üblicherweise wird heutzutage das als Risikogeburt klassifiziert. Bei dem ersten Kind wird heutzutage fast durchweg ein Kaiserschnitt vorgenommen, es sei denn in hochspezialisierten Kliniken mit einem gewaltigen Aufwand, mit OP-Bereitschaft. Man kann darüber diskutieren, ob das alles so angemessen ist. Diese Familie hat sich dagegen entschieden. Es ist ganz tragisch, dass dieses Kind gestorben ist, aber es wird vorausgesetzt, dass dieses nicht passiert worden wäre, wenn das Kind in der Klinik geboren worden wäre. Nur das ist eine These, das ist eine Vermutung. Und es wird sozusagen automatisch die Schlussfolgerung gesetzt, wenn das Kind zu Hause oder außerhalb der Klinik geboren wird, dann muss die Hebamme schuld sein, wenn das Kind zu Schaden kommt. Und es wäre in jedem Fall besser dran gewesen, in der Klinik geboren zu werden. Und das stelle ich in Frage. Das ist natürlich insgesamt auch so der gesellschaftliche überwiegende Konsens. Ich habe bei meinen Geburten, also bei den Geburten meiner Kinder, wusste ich auch, wenn irgendwas schief geht, wird die gesamte Verwandtschaft über mich herfallen und immer schon gewusst haben, dass das doch unmöglich ist und wie kann ich das, und das ist im Grunde strafbarer Leichtsinn und so weiter. Wenn es aber gut geht, und so genau so war es auch, wenn es gut geht, kam dann ein schmallippiges, naja, da hast du eben Glück gehabt. Ne? Und ich habe das eben vollkommen anders erlebt, weil ich die Souveränität, die ich als Mutter oder als Frau habe, wenn ich bei mir zu Hause jemanden sozusagen einlade und zu Besuch bitte, der mir hilft, mein Kind zu gebären, habe ich eine ganz andere Rolle und eine ganz andere Kraft verspürt eigentlich. Und ich habe ja selber auch mal eine Hebammenausbildung angefangen, musste die dann abbrechen. Das ist nicht die Sorte von Kraft und Souveränität, die ich im Krankenhaus erlebt habe bei den Müttern. Und zwar nicht nur aufgrund der Art und Weise, wie sie behandelt wurden, sondern ich habe das damals als junge Hebammenschülerin auch so erlebt, dass die Mütter eigentlich in dem Moment, wo sie das Krankenhaus betraten, sämtliche Eigenverantwortung abgegeben haben und zum Teil wirklich Dinge, also wo ich mich jetzt dran erinnere, ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber die Frau nach der Geburt, da kam ich dann in das Zimmer und sollte denen dann Creme anbieten, damit sie ihren Intimbereich eincremen mit einer entzündungshemmenden Creme oder so. Und die haben, ich meine, das waren gesunde junge Frauen, die hätten die Creme nehmen können und sich selber eincremen, aber die wollten, dass ich sie eincreme. Die haben einfach die Beine gespreizt und das war meine Zuständigkeit. Mhm. Und das ist doch etwas, was eigentlich peinlich ist und was man doch gerne lieber selber machen möchte. Das hat mich da so beeindruckt, dass ich dachte, die merken das gar nicht, wie sehr sie ihre Verantwortung abgeben. Ja, es mag für Frauen auch in Ordnung sein, die Verantwortung abzugeben. Und ich möchte auch auf gar keinen Fall Krankenhausgeburten dämonisieren, genauso wie ich Hausgeburtshilfe oder außerklinische Geburten glorifizieren will. Darum geht es mir nicht. Frauen sollen weiterhin die Wahlfreiheit haben, aber in diesem gesellschaftlichen Klima von: Sie sind entweder die Heldin, wenn es gut gegangen ist, oder sie haben sich gegen den Strom entschieden und dann sagen alle, ja siehste, ne, hast du dich auch falsch entschieden, hätten wir sowieso nicht gemacht und außerdem alles gefährlich.
Oder bei den Hebammen, wenn ich einer Frau bei der Geburt beistehe und es geht alles gut, bin ich also die heldische Hebamme, die also alles richtig gemacht hat und allen geht es gut. Und wenn es eben nicht so gut läuft, dann stehe ich vor Gericht und werde sozusagen als Totschlägerin verurteilt. Und das kann es nicht sein. Also das geht nicht, dass man entweder Heldin oder Totschlägerin ist. Da muss die Gesellschaft sich bitteschön auch entscheiden, was sie denn eigentlich möchte. Und nicht sagen so, das ist jetzt dein Pech sozusagen, dass dabei was passiert ist, aber wir haben daran keine Verantwortung, wir haben daran auch nicht mitentschieden, also das ist jetzt dein Job, entweder es geht alles gut oder du hast Pech gehabt. Das kann es nicht sein. Wie viel? Unter diesem Druck können Hebammen auch nicht arbeiten und unter diesem Druck kann man auch gesamtgesellschaftlich und auch gesundheitspolitisch nicht zulassen, dass Frauen in solche Situationen gebracht werden und dass auch Hebammen in eine solche Situation gebracht werden. Also da muss sich einfach grundlegend etwas ändern. Entweder die Frauen haben wirklich behalten die Wahlfreiheit, dann kann man aber sozusagen nicht die Frauen und auch nicht die Hebammen in eine Ecke stellen, dass sie etwas sozusagen eigentlich Verbotswidriges tun, was man, naja, so gerade noch mit, wir drücken mal ein Auge zu, du darfst das noch machen, aber also es darf aber gar nichts daneben gehen. Also in der Klinik darf alles daneben gehen, da ist alles in Ordnung, aber außerhalb der Klinik darf dann auch nichts passieren. Das finde ich einfach verantwortungslos von der Gesellschaft, auch von der Politik. Ja, wie viele Kinder werden denn, hast du da einen Überblick, überhaupt noch im Moment zu Hause geboren in Deutschland? Im Jahr? Also es gibt die, die Qualifizierungsgesellschaft, die also die Erhebungsbögen einsammelt von den außerklinischen Hebammen. Da müsste man sich dann erkundigen, weil die haben im Moment einfach den besten Überblick. Und da ich seit einigen Jahren keine Geburtshilfe mehr anbiete, habe ich da im Augenblick auch nicht den Überblick, wie viele Kinder noch zu Hause beziehungsweise es ist ja sowieso nicht mehr die Hausgeburtshilfe, die es mal gab, sondern die Hausgeburtshilfe hat sich in Richtung Geburtshausgeburtshilfe verschoben. Deshalb sage ich jetzt einfach mal außerklinische Geburtshilfe, das heißt außerhalb der Klinikanstalten, Kliniken, die Geburten, die stattfinden. Das kann man dann nochmal unterteilen in Hausgeburten oder Geburtshausgeburten. Natürlich wird auch hin und wieder mal eine Frau, weil sie es nicht mehr schafft, ins Geburtshaus zu kommen oder was auch immer, bei einer Freundin entbinden, wo sie gerade ist oder auch im Hotel entbinden. Das ist aber dann alles die außerklinische Geburtshilfe. Und die Entwicklung, die gesellschaftliche, du hast es ja schon gesagt, geht dahin, dass die meisten Leute das sowieso überflüssig finden. Ich erinnere mich nach der Geburt meines zweiten Sohnes, da kam ein Handwerker ins Haus und der Kindsvater sagte ihm so ganz stolz, ja, hier ist heute ein Kind geboren worden. Und der sagte, ja, ist das denn erlaubt? Mhm. Und hatte also das Gefühl, eigentlich was, zu Hause ein Kind kriegen, darf man das denn? Wie hat sich das denn entwickelt? Wie war es zum Beispiel während des Krieges, wo ja sehr viele Kinder zu Hause zur Welt kommen mussten? Ja, man muss natürlich den ganzen geschichtlichen Zusammenhang auch sehen. Dieser Handwerker, vielleicht kam der sogar aus der ehemaligen DDR, da war ja die außerklinische Geburtshilfe auch tatsächlich verboten. Mhm. Also ein Teil in Deutschland war ja auch tatsächlich von der Wahlfreiheit zu Hause oder außerklinisch zu entbinden, tatsächlich abgeschnitten. Also insofern ist der vielleicht damit auch aufgewachsen, dass man das einfach gar nicht darf. In vielen Ländern ist es dann ja auch tatsächlich verboten, also so ganz weit hergeholt ist das gar nicht, dass Frauen halt nicht überall die Wahlfreiheit haben. Erstaunlich ist, dass sie nicht dafür kämpfen, wenn es ihnen verboten wird. Aber Frauen haben auch in der Ex-DDR das haben mir auch Kollegen nach der Wende dann so berichtet, so ihre, da gab es dieses Geburtsmobil, das heißt Frauen haben dann ganz häufig so spät angerufen, dass sie dann letztendlich doch ihr Kind ungeplant, und ungeplant ist dann ja nicht mehr verboten, dann zu Hause bekommen haben oder im Taxi oder irgendwo. Also es hat immer auch schon stattgefunden, auch wenn es verboten war. Dann gibt es den weiteren geschichtlichen Zusammenhang, dass während des Zweiten Weltkrieges die Frauen eine Genehmigung zur Klinikgeburt brauchten. Wir haben dann Frauen, die ich dann nach meiner Ausbildung, habe ich dann so eine Weile ältere Frauen und auch ältere Hebammen-Interviews,
gemacht, die erzählten, ja, ich durfte dann in der Klinik entbinden während des Krieges, weil ich eine Bescheinigung vom Arzt hatte, dass bei mir also ein Risiko vorhanden war. Das heißt, die Frauen sind aus dem Krieg herausgegangen mit dem Bewusstsein, oh, jetzt darf ich endlich in der Klinik entbinden, weil während des Krieges brauchte man die Betten für die Soldaten und da wurde propagiert, politisch propagiert, die Hausgeburt ist das Beste für euch und das Gesündeste und überhaupt. Nach dem Krieg brauchte man die Betten nicht mehr für die Soldaten und Betten waren da und es wurde dann gesagt, also Hausgeburt ist ganz gefährlich und kommt in die Klinik und die Frauen, da sie vorher nicht durften, haben das dankbar angenommen, dass sie nun endlich durften. Und das hat sich dann auch in der Generation meiner Mütter, meiner Mutter und auch deiner Mutter und festgesetzt, dass eigentlich die Klinikgeburt eine gute Errungenschaft ist und dass das ja auch die Säuglingssterblichkeit zurückgedrängt hat, dass es zwar mehr mit der Hygiene was zu tun hat und weniger mit der Medizin, wurde da so ein bisschen außer Acht gelassen. Ja, und damals war es ja auch noch so, dass nach einer Geburt die Wöchnerin eben 10 Tage oder 2 Wochen im Krankenhaus war, ihr Essen bekam, sich einfach nur mit ihrem Säugling beschäftigen durfte und nicht zu Hause dann schon wieder noch die anderen Kinder versorgen und den Haushalt schmeißen musste, sodass es für viele Frauen wirklich ein Segen war, wenn sie aus allem raus sein konnten und eben nicht sozusagen so viel arbeiten mussten. Ne? Das war für die Kriegsfrauen wie Urlaub. Nicht mehr das Plumpsklo oder das Draußenklo mit fließend Wasser, das war für die wirklich wie Urlaub und da hatte die Hausgeburt auch nichts Romantisches. Es war einfach das war unter sehr, sehr einfachen Bedingungen und eben auch, es geht ja auch nicht darauf, eine Klinikgeburt oder eine außerklinische Geburt sozusagen als Pflichtprogramm zu absolvieren und dass man sagt, also da darfst du aber auf gar keinen Fall hin oder da darfst du nicht bleiben, sondern es geht tatsächlich auch um die Wahlfreiheit. Und dazu muss man dann einfach auch sehen, es können Kinder überall geschädigt oder auch tot zur Welt kommen, in der Klinik und auch außerhalb der Klinik. Ich möchte das auf gar keinen Fall romantisieren. Ich möchte nur, dass es gleich behandelt wird und nicht sozusagen bei einer Schädigung des Kindes automatisch auf der einen Seite der Geburtshelfer sozusagen der Böse ist und auf der anderen Seite dieses scheinbare, wir haben alles getan, dann muss es an dem Kind liegen. Also dass diese Ungleichbehandlung, die finde ich, ist einfach, das geht nicht. Soweit ich weiß, sind die Statistiken sowieso so, dass bei Hausgeburten eigentlich sehr, sehr selten etwas passiert, weil natürlich da eine Vorauslese stattfindet, dass heutzutage in Deutschland die Frauen, die sich dafür entscheiden, ihr Kind zu Hause bekommen zu wollen, in dem Moment, wo es irgendwelche Risikofaktoren gibt, dann sehr oft dann die Entscheidung noch revidiert wird oder von vornherein gesagt wird, naja, Zwillinge zu Hause oder Steißlage zu Hause oder Beckenend, dann lieber nicht oder Frau über 40 oder über 35 auch nicht und all diese Dinge, sodass meinem Eindruck nach eher da Hausgeburten stattfinden, wo man eben von den Vorbedingungen her nicht so damit rechnen muss, dass es Komplikationen gibt. Also ich habe als Hebamme sowohl Zwillingsgeburten zu Hause betreut, als auch Steißlagengeburten zu Hause und das war früher auch nicht ganz so anrüchig, wie es heute ist. Und diese sogenannte Risikoauswahl, die ist was sehr Statisches. Es gibt sogenannte von der Planung her unproblematische Schwangerschaften und Geburten, die sich als Katastrophe entwickeln. Und es gibt sogenannte Risikogeburten mit Zwillingen und Steißlagen, die sich als völlig normale Geburten dann entwickeln können. Es ist so, dass sich vieles tatsächlich erst mit Beginn der Geburt herausstellt. Und da muss dann eine Entscheidung getroffen werden. Also diese Vorauswahl, das ist sehr dogmatisch, sehr statisch. Das ist eine Grobauswahl, die kann man treffen. Die haben sich jetzt die Hebammenverbände auch darauf geeinigt, das so zu machen. Das kann man auch so stehen lassen, wenn man das möchte. Aber trotzdem bin ich nach wie vor dafür, dass die Frau tatsächlich auch eine Wahlentscheidung hat. Auch bei Zwillingen, auch bei Steißlagengeburten.
mit den Geburtshelfern zusammen, also mit den Hebammen, mit den Ärzten. Nur wenn man das so statisch macht, dann und auch es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, das so individuell durchzuführen, weil sofort diese Risikoschraube dann im Kopf ist und es gibt einfach auch viele, viele Ärzte, die überhaupt keine spontan, also natürliche Geburten mehr bei Zwilling oder Beckenendlagen, also Steißlagengeburten gesehen haben. Ich habe mit einer Ärztin mal gesprochen, die irgendwann mal, das war in so einem privaten Kreis, erzählt hat, ja, also ich habe während meiner ganzen Ausbildung, die ist fertige Gynäkologin seit mehreren Jahren, ich habe während meiner ganzen Ausbildung keine einzige Steißlagenentbindung gesehen, also eine natürliche, Kaiserschnitte natürlich ganz viele. Und die einzige Steißlagengeburt, die ich dann erleben durfte, war dann in der Klinik. Da kam eine Hebamme mit einer Frau und hat sie dann da entbunden. Und da durfte ich dann zugucken, wie das dann geht. Ich war diese Hebamme. Und da kann man natürlich nicht erwarten, dass mit so wenig Ausbildung, mit so wenig Kenntnissen überhaupt jemand dann sozusagen unterstützend bei einer natürlichen Geburt ohne Angst dabei sein kann. Da ist automatisch die Meinung, weil man das ja auch nicht kennt und alles das, was man nicht kennt, wird automatisch als Risiko auch gleich klassifiziert. Das heißt, da findet auch ein ganz großer Verlust von Wissen statt und von Techniken und von Erfahrung, die einfach dann mit den älteren Hebammen, die das alles noch gelernt haben, wegsterben. Und heute wird eben sowieso die sogenannte Wunsch-Kaiserschnitt ist ja auf dem Vormarsch, wird dann eben vorgezogen. Für mich ist aber jetzt die Frage... Ich mag dieses Wort Wunsch-Kaiserschnitt nicht, weil es den Frauen unterstellt, dass sie sich diesen Kaiserschnitt, diese Geburtsart so sehr wünschen. Und das möchte ich ihnen gar nicht unterstellen, sondern wenn ich dann etwas unterstellen möchte, ist, dass es aus Angst geschieht. Und diese Angst kann ich auch verstehen. Also deshalb, man sagt so viel, ach, die Frauen wollen heutzutage nur den Kaiserschnitt. Also das, sie möchten nicht den Kaiserschnitt, sondern sie möchten ihrer Angst entgehen. Und das ist was völlig anderes. Ja, und diese Angst wird natürlich auch geschürt. Ich habe eine Freundin, die ist Kosmetikerin und die sagte dann, wenn dann die jungen Mädchen zu ihr kommen, sie erkennt dann schon, die geht dann schon so wie so eine kranke Frau, legt sie sich auf die Liege und dann hat meine Freundin gesagt, ach, sind Sie schwanger? Ja, dritter Monat. Und sie bewegte sich aber schon so ganz vorsichtig, so nach dem Motto, oh, ich bin schwanger, eigentlich kann ich mich gar nicht mehr normal bewegen. Und ich würde gerne jetzt mal angucken, wie kommt es denn, also solche gesellschaftlichen Entwicklungen, na gut, die haben immer viele Hintergründe, aber hier ist ja offensichtlich, ist ja etwas im Gange, dass eben die Versicherungsgesellschaften veranlasst werden, die Hebammen nicht mehr versichern zu wollen, weil es so ungünstig ist, dass die Beweislastumkehr erfolgt ist, dass dann praktisch in einem Aufwasch eine Hebamme und eine Ärztin in Personalunion als wirklich Buhfrau hingestellt wird, wo man jetzt exemplarisch mit einer unglaublich drakonischen Verurteilung dafür sorgen will, dass jedem klar ist, also Hausgeburten eigentlich nein und wenn, dann stehen die Helfer, die Geburtshelfer mit einem Bein im Gefängnis. So jemanden wegen Totschlags zu verurteilen, und ich habe auch dann noch gelesen, dass im Urteil dann stand, in der Urteilsbegründung, dass sie ja den Tod des Kindes billigend in Kauf genommen hätte. Also da hat man auch den Eindruck, hier soll einfach ein Stück noch verbliebener Wahlfreiheit ist im Grunde nicht erwünscht. Oder wie siehst du das? Soll da wirklich ein Berufsstand abgeschafft werden? Sollen wir möglichst alle in die Klinik gehen oder wie wird das gehandhabt? Also gesundheitspolitisch ist es so, dass die Frauen eigentlich mit diesem Urteil aufgefordert werden, bitte geht in die Klinik, wenn ihr lebende Kinder auf die Welt bringen wollt. Und das Signal an die Hebammen und die Ärzte ist ganz deutlich, also wenn ihr es wagt, außerklinische Geburtshilfe anzubieten, dann darf nichts passieren. Und wenn was passiert, dann kann es euch eben so ergehen, schaut hin. So.
Und ja, das ist ein, was ich eben schon gesagt habe, das ist ein Ausbluten der Geburtshilfe. Und es wird sicher nicht nur bei der außerklinischen Geburtshilfe hängen bleiben, sondern dem Arzt, der Ärztin, den Hebammen müssen eigentlich die Hände zittern, wenn sie auch in der Klinik arbeiten. Es kann eigentlich nur so sein, dass die Rate der Kaiserschnitte angstbedingt noch weiter in die Höhe schießt. Weil bislang ist mir noch nicht bekannt, dass irgendjemand für einen unnötigen Kaiserschnitt angeklagt worden wäre. Also das gibt es eigentlich nicht. Für einen unnötigen Kaiserschnitt kann man nicht belangt werden. Ja, das wird immer so dargestellt, ja, dann hat es eben so sein oder man entgeht ja einem Risiko, was ein fiktives Risiko ist, weil es ist ja kein festgestelltes Risiko, sondern ein angenommenes Risiko. Und man kann schon sagen, also die Hebammen und die Ärzte haben da ein ganz starkes Signal bekommen, die Finger von der Geburtshilfe zu lassen. Von der natürlichen Geburtshilfe, nicht vom OP-Tisch. Das heißt, die Rate an Kaiserschnitten in Deutschland liegt im Moment bei 32%. Also praktisch jede dritte Geburt ist ein Kaiserschnitt, ist keine Geburt mehr. Jedes dritte Kind kommt mit einem Kaiserschnitt zur Welt. Das ist regional sehr unterschiedlich. Es gibt durchaus Kliniken, da ist es auch bis zu 60%. Also das ist... Es wird dann häufig damit begründet, dass das dann Risikokliniken sind mit viel Frühgeburten, mit viel Risikogeburten, also dass die dann einen höheren Anteil haben an Zwillingsgeburten, an Steißlanggeburten. Und das ist dann einfach sozusagen vom Haus her üblich, dass die dann per Kaiserschnitt entbunden werden. Und dadurch ist es in einzelnen Kliniken natürlich auch ein höherer Anteil. Aber in den sogenannten Nicht-Risiko-Hochrisiko-Kliniken wird das um die 30% sein, aber das lässt sich ja vielleicht auch noch steigern. Ich befürchte etwas anderes, sondern ich befürchte, dass Frauen haben sich noch nie wirklich davon abhalten lassen, zumindest ein Teil der Frauen, selbstbestimmt ihre Kinder zur Welt zu bringen. Wenn sie aber die Möglichkeit nicht mehr haben, die Hilfe von Hebammen in Anspruch zu nehmen, werden sie unassistiert ihre Kinder bekommen. Das heißt, es kann sein, dass es dann einfach einen höheren Anteil gibt von Frauen, die eben sich an niemanden wenden und ihre Kinder dann eben ohne Hilfe zur Welt bringen. Da sehe ich vor meinem inneren Auge doch schon den spektakulären Fall einer solchen Mutter, der dann zum Anlass genommen wird, weil das Kind leider die Geburt nicht überlebt hat, aber im Krankenhaus wäre alles besser gewesen, wo dann unassistierte Geburten letzten Endes untersagt werden. Also ich habe den Eindruck, es soll uns eben abgenommen werden. Ich habe leider das Zitat nicht wiederfinden können. Ein Politiker hat sich, meine ich, in jüngerer Zeit schon mal dazu geäußert, dass Geburten ja insgesamt so schmerzhaft und gefährlich sind und dass man doch von wissenschaftlicher Seite auch mal gucken könnte, ob man den Frauen diese Last nicht abnehmen könnte. Ich habe das Gefühl, Geburten sind eigentlich ja Teil unseres Lebens und als solche natürlich auch immer risikobehaftet. Aber was glaubst du, woran liegt es, dass die Frauen sich das so, dass es sich im Grunde kein Aufschrei erhebt, wobei das auch nicht stimmt. Ich habe bei meinen Recherchen festgestellt, es gab vor einigen Jahren eine Petition zum Thema Hebammen und das war die Petition mit den meisten Unterschriften, die es jemals für eine Petition gegeben hat. Also ganz so ist es gar nicht. Die Bevölkerung möchte eigentlich gerne ihre Hebammen behalten. Aber offensichtlich ist es nicht so wirklich erwünscht. Was können wir denn jetzt als einzelne Leute und Mütter und Menschen tun, um sozusagen diese Autonomie, diese Wahlfreiheit uns zu erhalten? Man kann einerseits natürlich, ich habe das auch schon gemacht, und das wird sicherlich jetzt auch nochmal eingeblendet werden können, man kann für die Anna Rockel-Löhnhoff spenden, für ihre 50.000 Strafe, die sie zahlen muss und ihre unendlichen Prozesskosten natürlich. Und man kann das verbreiten, einfach dieses Wissen, hallo, Hausgeburten sind nicht per se böse,
Früher war in Holland die Hausgeburtsrate bei über 40% und die hatten die geringste Säuglingssterblichkeit weit und breit. Jetzt ist es schon auf 20 runtergefahren, also die Tendenz ist weltweit. Was können wir jetzt tun? Wir wollen ja nicht einfach nur sitzen und jammern, wie schrecklich es ist. Also den Spendenaufruf, den finde ich wirklich berechtigt, weil natürlich mit solchen Prozesskosten, also da geht man wirklich, da wird man arm bei. So, und da man sich als Hebamme eh keine goldene Nase verdient, also ist es auch nicht so, dass man da ein dickes Polster hätte, von dem man solche Kosten dann bestreiten könnte. Das andere ist, dass Frauen dieses Urteil so nicht hinnehmen sollten, ganz einfach deshalb, weil es nicht nur ein Urteil gegen Anna Rocke-Lönow ist, sondern es ist auch ein Urteil gegen die Wahlfreiheit der Frauen. Und auch ist es natürlich ein Signal für die Ärzte, also couragierte Ärzte sollten auch dieses Urteil nicht einfach so unwidersprochen hinnehmen. Also da könnte sich schon eine ganze Gemeinschaft zusammentun, die sagen, also das sehen wir ein bisschen anders und man kann nicht sagen, so Hausgeburten, wenn da was schief geht, also dann wandert man in den Knast und in einer Klinik, da kann man immer noch irgendwie so rumwurschteln und man kann das alles verteilen und dann wird man nicht zur Rechenschaft gezogen und das ist ganz, ganz schwer, also das geht so nicht. Aber die Erfahrung oder die Geschichte lehrt natürlich auf der anderen Seite immer so ein bisschen, den Frauen muss häufig erst eine ganze Menge genommen werden, so war das in den 60er, 70er Jahren, bis sie dann bis so eine Kraftwelle anschwillt und sie sich Dinge zurückholen und sich erinnern, dass es auch anders gehen kann. Und im Augenblick habe ich das Gefühl, es ist so am Anschwellen, aber es ist noch nicht so auf dem Kamm, wo die Frauen wirklich auf die Straße gehen und sagen, das lassen wir nicht mit uns machen. Ja, weil auch im Moment so ein bisschen die Frauen gegeneinander getrieben werden und auch so ein bisschen aufeinander gehetzt werden, so nach dem Motto, du bist die Gute, wenn du das machst, du bist die Böse, wenn du das machst. Und da auch so eine gewisse Solidarität fehlt. Also Frauen werden angefeindet, wenn sie außerhalb der Klinik ihre Kinder bekommen. Frauen werden als die Guten oder als von der anderen Seite als sozusagen nicht stark genug empfunden, wenn sie sich für einen Kaiserschnitt entscheiden, wenn sie in die Klinik gehen. Und es gibt einfach keinen guten oder schlechten Geburtsort, sondern es gibt nur den richtigen Geburtsort für die Frauen und zwar da, wo sie sich wohlfühlen. Es geht nur nicht, dass die Frau in der Klinik ist und unter der Geburt feststellt, ups, hier bin ich falsch, dann kann sie nicht mehr woanders hingehen. Umgekehrt ist es so, wenn die Frau unter der Geburt zu Hause feststellt, das ist jetzt hier nicht der richtige Geburtsort für mich, kann sie in die Klinik gehen. Ja? Also ich wünsche mir eigentlich, dass da ein besserer Austausch ist, dass auch die Frau in der Klinik sagen könnte, nee, also ich stelle gerade fest, das ist hier überhaupt nicht der richtige Geburtsort. Da müsste es ein System eingerichtet geben, wo die Frauen dann auch die Wahlfreiheit haben, unter der Geburt nochmal zu wechseln. Das ist aber Utopie. Und da lässt sich ja auch, das ist ja auch ein Muster, teile und herrsche oder spalte und herrsche in dem Moment, wo auf dann die Lager gegeneinander gehetzt werden. Das ja. erlebt man ja in ganz vielen Bereichen. Überhaupt erinnert mich ganz vieles von dem, was du jetzt zur Situation der Hebammen und der Mütter mit ihren Kindern erzählst. An parallele Situationen, zum Beispiel beim Thema Schule, ja, wenn in der Schule die Kinder zu 25% hinterher nicht funktional lesen können, dann liegt es an den Kindern. Also freies Lernen ohne Schule muss selbstverständlich verboten werden. Da gibt es ja jetzt auch in jüngerer Zeit ein spektakuläres Urteil, wo Haftstrafen angemessen sind, wo man den Eindruck hat, im Grunde überall da, wo Menschen auch in Eigenverantwortung ihre Entscheidungen getroffen haben, das soll einfach ausgehebelt werden mit einer Argumentation. Da wird gerne eben immer die Sicherheit, eine konstruierte, scheinbare Sicherheit hergenommen. Das ist wie mit den Homeland oder diesen Gesetzen zur Terrorismusabwehr, wo man immer sagen muss, ja, Bomben schmeißen war vorher auch schon verboten. Warum muss man jetzt alle möglichen Menschenrechte einschränken? Immer mit diesem Argument der Sicherheit. Kannst du da auch eine Parallele erkennen, dass da sozusagen das Teil dessen ist, uns im Grunde in
williges Herdenvieh zu verwandeln? Naja, Angst war immer schon ein großer Faktor, um Menschen willig zu machen. Also wenn ich wenn ich Angst habe, bin ich dazu geneigt, alles um mich herum abzuschließen, mich einzukesseln. Wenn mir jemand Sicherheit bietet, dann greife ich dahin nach einem letzten, wie nach einem letzten Strohhalm. Wir sind eine sehr angstbesetzte Gesellschaft und unsere Medien sind ja auch so, dass wir sozusagen in das hinterste Dschungel-Eckchen noch gucken können und uns angucken können, welche Katastrophen da passieren. Und das trägt nicht zu einem Gefühl von Vertrauen und Angstfreiheit bei, sondern diese Grundangst, dass wir nur für eine gewisse Zeit auch auf der Welt sind und jederzeit irgendetwas passieren könnte, was uns unser Leben nimmt, die wird durch solche Geschichten natürlich auch sehr gestärkt. Und dass man, also ich glaube, das hat ganz viel mit Hilflosigkeit und Angst zu tun. Und wer hilflos sich fühlt und wer ängstlich ist, dem kann man einfach eine ganze Menge verkaufen. Ja. Genau, sogar irgendwelche Grippeimpfungen und irgendwelche Epidemien und ja, okay. Also das heißt, was haben denn, um da nochmal drauf zurückzukommen, wie wir uns jetzt verhalten könnten, was ist denn, du hast es erwähnt mit den 60er und 70er Jahren, wo den Frauen vieles genommen wurde und sie dann aber irgendwann doch gefunden haben, also jetzt ist aber Schluss. Was war denn da? Was wurde ihnen genommen und wie war dann die Reaktion? Ja, es gab kaum noch Hausgeburtshebammen. Es gab auch im Übrigen, deshalb hat sich auch die Gesellschaft für Geburtsvorbereitung gegründet. Es gab auch keine Hebammen mehr, die nicht nur, also keine außerklinischen Geburtshilfen mehr angeboten haben. Es gab auch keine Hebammen, die noch Geburtsvorbereitung angeboten hätten. Dann haben die Frauen halt geguckt, wo wird das denn sonst noch angeboten und dann gab es so einige Hebammen, die diese Frauen unterstützt haben. Also es war eigentlich eine Entwicklung mit couragierten Hebammen und mit couragierten Frauen zusammen, die das so nicht mehr hinnehmen wollten. Und ja, das ist vielleicht ein Weg, der sich jetzt nochmal wiederholen könnte oder auch auf eine ganz andere Art und Weise sich wiederholen könnte oder sich neu entwickeln kann. Ja, da hoffe ich so ein bisschen auf die jüngere Hebammengeneration, dass sie halt nicht nur da hinschaut, wie ist denn mein Arbeitsleben am angenehmsten zu gestalten und am sichersten zu gestalten, sondern welche Grundsätze, welche Grundanschauung, welche Meinung vertrete ich eigentlich im Gesundheitssystem und wo möchte ich da meine Hilfe hingeben? Möchte ich mich als händchenhaltende Sozialarbeiterin in der Geburtshilfe wiederfinden oder möchte ich wirklich den Frauen bei der Geburt mit meinem Wissen und auch mit der medizinischen Kompetenz beiseite stehen? Weil das zeigen auch Hebammen sind ganz beliebt, also was in dem System der Familienhebammen, aber es hat mit Hebammenarbeit sehr, sehr wenig zu tun. Aber das ist auch so eine Nische, die sich gerade so auftut für viele Hebammen, um so aus dieser Brisanz und aus dieser gefährlichen Ecke der Geburtshilfe herauszukommen und dann auch nicht mehr angreifbar zu sein. Aber ich würde mal sagen, wir verkaufen da unser Tafelsilber. Also wir geben unser Wissen hin und das ist einfach sehr, sehr schade, wenn sich das dahin entwickeln würde. Gut, andererseits angesichts, das ist dann ja die Zange, kommt ja von beiden Seiten. Zum einen stehe ich mit einem Fuß im Gefängnis, zum anderen ist aber auch die finanzielle Belastung mit über 5.000 oder 6.000 Euro Prämie im Jahr. Im Grunde brauchen die Hebammen dann jetzt wirklich einfach auch die Mütter, die sagen, hallo, ich möchte aber gerne weiter mit einer Hebamme arbeiten? Und also ich würde da appellieren, auch an Politikerinnen, die ja vielleicht auch Hebammenhilfe benötigt haben bei ihrer Geburt. Und wir haben einige Politikerinnen auch bei ihren eigenen außerklinischen Geburten und Hausgeburten betreut, dass sie sich vielleicht mal unsere Arbeit erinnern.
und ihre Stellung in der Politik vielleicht mal dazu nutzen, um da auch uns zu helfen. Ja, ein hoffnungsfreudiges Bild auf die Politikschaffenden. Kann man hoffen, dass sie das tun. Und ja, sich vielleicht einfach mal erinnern, dass sie Hebammenhilfe auch mal in Anspruch genommen haben und da vielleicht diese Hilfe auch jetzt nochmal, dass sie da was zurückgeben können. Ja. Daran möchte ich zum Beispiel appellieren. Ja. Gut. Vielen Dank, Rita Kamprad-Strauthoff. Bei mir bleibt so ein gewisses, es ist so wie so eine Kesseltreibjagd und so richtig das Licht am Ende des Tunnels kann ich nicht erkennen. Aber ich denke mal, wenn uns bewusst wird, dass es kein Zufall ist und dass das eben nicht nur irgendwelche verrückten Freaks sind, die ihre Kinder unter Umständen eben auch optionsmäßig zu Hause bekommen möchten und dieses Recht behalten möchten auf selbstbestimmte Geburt und auch damit ja auch auf die Möglichkeit, mit Medizin anders umzugehen und mit solchen Grenzsituationen, dann ist schon mal ein erster Schritt getan. Denn wir brauchen, glaube ich, wirklich ein Bewusstsein dafür, dass uns hier so ganz schleichend und unauffällig ein zentrales Recht, nämlich auf freie Geburt, abhanden kommt. Ganz herzlichen Dank für dein Kommen und vielen Dank an den Hund, der die ganze Zeit ganz lieb war. Ja. Dankeschön. Ja, gern geschehen.